Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Felix van de Sandt. Wie ihr vielleicht schon im ersten Teil gehört habt, ist es ein super spannendes Interview geworden und sehr lang. Deswegen haben wir zwei Teile draus gemacht. Ich empfehle euch also wirklich den ersten Teil vorher nochmal anzuhören und dann hier im zweiten Teil einzusteigen. Ich kann nur eins sagen, es bleibt spannend. Viel Spaß dabei. Ist auch, glaube ich, super wichtig. Wir sind ja ganz schnell bei dem Thema Reduktion, ja, indem ich wirklich mich konzentriere und den Dingen, den Produkten, Logo und so weiter Raum gebe. Ja. Und wenn man mal anschaut, Premium-Marken, Apple, Porsche, Design und so weiter, die leben ja tatsächlich die Reduktion, ja, um zu fokussieren, um zu sagen, es geht jetzt um genau diese Botschaft, diese Headline, dieses Produkt. Ganz genau. Ja. Was ich auch sehr schön fand, wir waren vorhin auch bei digitalen Produkten, das ist ja euer Kernbusiness. Bevor du vielleicht nochmal so ein bisschen ausholst und erklärst, was überhaupt digitale Produkte sind, fand ich einfach noch schön, diese digitale Haptik nenne ich das immer. Mhm. Ja, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich quasi auf einem User Interface, auf einem Handy oder was auch immer, das Gefühl habe, durch eine visuelle Darstellung oder durch das Zurückspringen von Button oder diese Spannung, die du beschrieben hast, dass ich das auch extrem wichtig finde, dass das eine Anlehnung an die Marke bekommt. Fand ich eine super coole Geschichte. Absolut. Ein weiteres Beispiel, da greife ich jetzt ein bisschen vor, an einem Projekt, wo wir gerade dran arbeiten. Da geht es eben darum, eine gewisse organische Assoziation in ein Finanzprodukt zu bringen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, klingt ein bisschen wild. Aber wir haben dann eben tatsächlich in der App, arbeiten wir mit organischen Formen, die sich auch verändern und bewegen, geben dem Ganzen ein bisschen Noise, nennt man das ja in der Fachsprache. Also dass so ein bisschen grobkörnig gestaltet sind, die Flächen, die dann so ein bisschen organisch sind. Und so versuchen wir, oder so schaffen wir es tatsächlich, eine Assoziation zu der Geschichte hinter diesem Finanzprodukt sicherzustellen, das eben, es ist ein Finanzprodukt, das angelehnt ist an so eine Gartenmetapher. Kommt jetzt im Herbst irgendwann raus. Genau, aber das ist tatsächlich etwas, was vielen Produkten heutzutage fehlt. Die sind alle super clean, super Simplicity, aber irgendwie fehlt denen so ein bisschen Leben, Haptik, dass sich das, dass sich das wieder nach was anfühlt. Und das sehen wir ja, dass die Leute inzwischen wieder dahin zurückgehen, die wollen wieder Dinge anfassen. Also die Produktdesigner werden wieder mehr gefragt. Die Interfaces, also die Black Mirrors, die Bildschirme gehen wieder zurück. Es geht wieder in echten Produkten auf, die sich schön anfühlen, die unterschiedliche Materialien haben. Also es ist ja ganz spannend, was da gerade passiert. Um auf deine erste Frage zu kommen, was ist User Experience, meintest du, ne? Ja. Genau, User Experience bezieht sich, ich weiß zum Beispiel bei Bosch ist User Experience, wie gehen die Leute mit den haptischen Produkten um? Also User Experience ist alles, du bist ein User, sobald du etwa ein Produkt nutzt, ja, und sobald du damit deine Umwelt manipulierst, wie man das nennt, und sobald du, das kann ein physisches Produkt sein, das kann ein digitales Produkt sein, in der Regel wird es in Zukunft gemischt sein, also ein connected physisches Produkt mit Voice UI, da muss wie gesagt gar kein, nicht unbedingt mehr ein Screen haben. Aber sobald ich mit einem Produkt interagiere, habe ich eine User Experience. Und die kann man eben, muss man bewusst aus der Marke heraus ableiten. Und das ist eben für uns total spannend. Das ist so, da wo wir hinsteuern, wo wir unsere Zukunft auch sehen, jetzt mit Internet of Things, Digitalisierung, alles ist connected, der Kühlschrank fängt an mit mir zu interagieren, zu sprechen, ich habe eine User Experience mit meinem Kühlschrank, wer hätte das gedacht? Und das, wie sich die Produkte in Zukunft mir gegenüber verhalten, wie die mit mir interagieren,
das aus der Marke heraus zu beschreiben, das finden wir extrem spannend. Mein Beispiel dazu ist, wenn ich mir einen Kühlschrank von Bosch kaufe. Bosch, German Engineering, Trust, also dann habe ich diesen Kühlschrank ja in der Regel auf Basis einer Markenpräferenz gekauft. Ja, der ist ja nicht, die unterscheiden sich, also bei Kühlschränken ist das beste Beispiel, die unterscheiden sich ja wirklich überhaupt nicht. Haben vielleicht ein, zwei Features, die sich unterscheiden. Aber ich kaufe mir einen Bosch-Kühlschrank und der Bosch-Kühlschrank fängt an, mit mir zu reden oder mir Push-Nachrichten zu schicken. Dann erwarte ich auch, dass sich dieser Kühlschrank so verhält, wie ich das von der Marke Bosch erwarte. Ja? Also der darf dann ruhig ein bisschen akademisch sein. Der darf mir auch mal sagen, hey Felix, du hast morgen Vortrag. Heute ist das Bier-Compartment gesperrt oder wie auch immer. Dann sage ich danke. Gibt eine Beschwerdemail an Bosch. Ich bin schon ausgezogen aus dem Elternhaus. Ich brauche das nicht mehr. Wie auch immer. Aber das würde ich einem Bosch-Kühlschrank vielleicht sogar zutrauen, dass er meinen Kalender kennt und dann eben etwas akademisch mir gegenüber und auch etwas oberlehrerhaft zu mir sagt, pass auf, ich empfehle dir jetzt die und die Ernährungsweise heute, weil morgen ist das und das. So. Dann kaufe ich mir ein Nest-Thermostat, das ist eine ganz andere Story. Nest-Thermostat, das ist ja dieses schön gestaltete, etwas weiche, sehr farbige UI. Und von der Positionierung her ist es eher so mein netter amerikanischer Austauschstudent, der bei mir in der WG lebt und mir eine Nachricht aufs Handy schickt, wenn ich aus der Arbeit rausgehe. Hey, du bist ja auf dem Heimweg, sehe ich gerade. Ich fahre dir schon mal die Heizung hoch, damit wir es nachher schön warm haben, wenn du deinen Film anschauen willst, den du dir vorhin bei Netflix gekauft hast. Und die Tonalität der Dinge, der Charakter der Dinge, wie die sind, wie die mit mir interagieren, das wird ja in Zukunft total spannend, weil die eben einen eigenen Charakter bekommen, dadurch, dass sie connected sind und wissen, was ich tue. Und das aus einer Marke heraus abzuleiten, finde ich super spannend. Das sieht man ja auch im Silicon Valley, haben Dramaturgen, Regisseure, Drehbuchautoren, haben da Hochkonjunktur, weil die Leute sagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Geräte, oh Gott, was machen wir denn damit? Wie reden die denn? Ja? Und wir sehen ja auch schon, dass eine Alexa, wie die ganzen Voice Assistants, wie die aktuell aufgesetzt sind, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die schon unsere Kinder verhunzen, weil die, zumindest wie unsere Kinder kommunizieren, weil die sagen einfach, Alexa, mach Licht, dann kein Bitte, Danke, Alexa gibt auch nie Widerrede. Die machen nur noch kurze Ansagen und so fangen die dann auch untereinander zu sprechen. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wir versuchen denen beizubringen, nach gewissen gesellschaftlichen Normen zu interagieren und höflich zu sein. Und dann Alexa macht einfach alles, was man sagt, ohne Widerrede. Und wenn man sie beschimpft, dann ist sie einfach still, anstatt sich zu wehren. Oder sagt, oh, das fand ich jetzt nicht so schön. Ja. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du die Verbindung schaffst, gerade und auch nochmal das Bewusstsein dahingehend schärfst, sich immer wieder klarzumachen, dass die Interaktion Marke-Mensch einen ganz extremen Bezug oder eine ganz extreme Connection einfach herstellt. Also, absolut. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel an mein Auto denken müssen. Das ist ein Range Rover. Ja, da denkst du eigentlich, okay, technologisch müsste das irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen sein. Aber das Navigation oder das gesamte User Interface von diesem Auto kannst du komplett wegschmeißen. Also das fängt schon an mit, du drückst auf den Knopf und eine Sekunde später hast du die Reaktion. Ja, ich weiß nicht, was sie da reingebaut haben, aber das Interessante ist, dass ich jetzt quasi, wenn mein Leasing ausläuft, mir dreimal überlegen werde, ob ich mir nochmal so ein Auto vor die Tür stelle. Und dass das die Kaufentscheidung maßgeblich mit beeinflussen, welches Erlebnis du mit dem Produkt der Company hast. Das, weil ich habe deshalb irgendwie diese Gedankenschleife gerade, weil ich hatte mal ein Erlebnis mit einem Klienten, der gesagt hat, mach einfach, ist wurscht, wie das aussieht. Ja, ist mir völlig egal, wie die Marke wirkt nach außen. Ich brauche jetzt eine Website oder eine App oder was auch immer oder eine Plattform. Ja, aber sich da wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, die Leute, und das sind am Ende des Tages Menschen, die Zeit mit dir als Marke, mit deinem Tool, mit deiner Plattform, mit deiner App verbringen und die werden darüber entscheiden, ob sie es A weiter nutzen und B jemanden davon erzählen werden. Absolut. Ja. Also jetzt überleg mal, dass in Zukunft du nicht mal mehr selber fahren musst, sondern du in deinem Auto sitzt und vielleicht deinen Videocall machst oder den Yoga-Modus einlegst, wie auch immer. Dann ist nur noch die User Experience im Auto und mit dem Ökosystem drumherum der maßgebliche Treiber für deine Kaufentscheidung. Und nicht mehr, ob das besonders tolle Straßenlage hat,
oder ob das besonders fancy gestaltet ist von außen. Wenn du das wahrscheinlich ja nicht mal mehr besitzt nachher, das Auto, sondern nur noch on demand liest oder wie auch immer, monatlich. Der Unterschied. Ja, und da ist die Frage zum Beispiel, was du in einem Auto benutzt. Ist es der riesengroße, geile Bildschirm im Tesla, ja? Oder das Lenkrad? Ja? Also ist das Lenkrad, Leder wichtiger als eine Oberfläche? Oder jetzt, was ich auch sehr schön finde, ist, was du darstellst, die Emotion, die davon ausgeht. Ja? Du steigst in ein Auto ein und das Auto fragt dich, darf ich deine Spotify-Playlist abspielen? Ja? Mhm. Wo du dann einfach so einen emotionalen Sprung innerlich machst und Gänsehaut bekommst und sagst, natürlich, wie geil ist das? Ja, ja. Also danke, dass du mitdenkst. Genau. Ich meine, wahrscheinlich weiß das Auto sogar, du bist jetzt auf dem Weg zur Arbeit und hörst da am liebsten den Markenrebell-Podcast. Und der läuft dann schon oder fängt dann an zu laufen, wenn du einsteigst. Genau. Aber genau wie du sagst, also wir sagen, ein digitales Produkt, also User Experience ist nichts anderes als Brand Experience. Und Nutzer denken nicht in Touchpoints, die denken nicht, die Kundenhotline war jetzt richtig kacke, aber der TV-Spot war geil, deswegen mag ich die Marke immer noch. Wenn ich an irgendeinem Touchpoint oder die App ist eine Katastrophe, aber die Plakate haben mich wirklich angesprochen. Das gibt's nicht. Ja? Also alles ist Brand Experience und die Einzelteile setzen sich im Kopf des Nutzers zusammen. Deswegen ist ja jetzt Custom Experience so ein Riesenthema, dass ich jeden Touchpoint bis ins Ende durchdenke und orchestriere, dass das alles immer passt und ich den Nutzer immer richtig anspreche und immer abhole. Und wir sagen, deine digitalen Produkte sind eigentlich einer der wichtigsten Touchpoints. Da muss der Nutzer die Marke erleben, weil User Experience ist ein extrem wichtiger Faktor für oder gegen eine Kaufentscheidung oder Nutzungsentscheidung. Und dazu kommt, du hast es gerade angerissen, wenn ich den Kunden an einem Touchpoint verliere, ja, dann habe ich einfach noch ein paar andere Mitwettbewerber, die das an dieser Stelle besonders gut machen und die Abwanderungsquote ist natürlich immens. Ja. Ja, und die Leute haben nicht mehr so eine starke Markenbindung heute. Die switchen von Audi zu BMW, das ist denen total egal, solange einer der beiden ihre Bedürfnisse besser befriedigt als der andere. Da ist dieses Commitment, ich koche nur mit Maggi oder wie auch immer, oder ich nutze nur Persil, das wird immer schwächer. Ja. Felix, jetzt will ich natürlich auch wissen, was du in deiner Glaskugel so siehst. Wo entwickelt sich das Ganze hin in einer digitalen Welt, in der wir jetzt leben, mit veränderten Kommunikationsformen oder wie wir miteinander interagieren, mit der Reizüberflutung an Informationen, die uns tagtäglich ereilen, wo uns dann, wie du ja eingangs gesagt hast, auch so ritualisierte Tagesabläufe in gewissen sicheren Rahmen geben können. Aber was glaubst du, wird jetzt gerade auch für Unternehmen oder auch auf uns Menschen in Zukunft mit der Digitalisierung zukommen? Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dystopisch oder utopisch sehe. Aber mit dem, was ich jeden Tag tue, bin ich geneigt, die ganze Entwicklung zu sehen. Natürlich haben wir im Moment, wir überfressen uns gerade an Informationen. Aber es war schon immer in der Geschichte so, alles, was erstmal im Übermaß da war, wird erstmal übermäßig konsumiert. Ob's Fleisch war in der Nachkriegszeit, jetzt können die Chinesen das erste Mal Auto fahren, was machen sie? Jeder kauft sich ein Auto, auch wenn er es nicht braucht. Alles, was erstmal im Überfluss und neu da ist, wird erstmal fast missbraucht. So ist es gerade mit Informationen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmt, klarzukommen, die zu kanalisieren, die größtenteils zu ignorieren. Und es gibt ja Bewegungen, die sich da formen. Es gibt ein paar Aussteiger im Silicon Valley, die früher der den Like-Button erfunden hat, der Sean Parker, der am Anfang bei Facebook investiert hat. Die sagen alle, ey Leute, wir haben ein Monster geschaffen mit Social Media. Das, was wir da machen, macht unsere Kinder kaputt, macht unsere zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt und es macht uns selbst kaputt. Und dass Social Media Missbrauch depressiv macht, ist auch alles erwiesen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, damit umzugehen. Aber die Bewegung weg von den Screen Interfaces, die ja gerade passiert mit Internet of Things, ist, glaube ich, etwas, was da helfen wird. Und die Leute werden jetzt auch nach und nach verstehen, okay, meine Aufmerksamkeit ist keine unendliche Ressource. Ich muss damit lernen, umzugehen und die auch wirklich richtig zu kanalisieren. Und ich meine, dass jetzt die Leute anfangen zu meditieren und das alles in Achtsamkeit und alles bewusster zu machen, ist ja nur
eine Reaktion darauf, dass man sich einfach nur ausgeliefert fühlt und verloren fühlt. Ja. Und ich denke, da geht es schon hin, dass die Dinge werden smarter, die Dinge werden wieder anfassbar, die Dinge helfen uns vielleicht auch miteinander besser umzugehen, die Dinge werden uns helfen, unseren Alltag, unser Leben besser zu organisieren. Es wird überall ganz viele kleine Smart Assistants geben. Das klingt erstmal total spooky, aber es wird unser Leben viel einfacher machen, dass wir uns am Ende, dass wir die ganzen kleinen unangenehmen Aufgaben können wir eigentlich an virtuelle oder an Assistenten abgeben und wir können uns tatsächlich wieder darauf konzentrieren, auf die Dinge, die wir gerne machen wollen, nämlich das Leben und vielleicht sogar etwas arbeiten, was uns erfüllt. Da kann man dann nachher noch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und so weiter. Aber das würde, glaube ich, jetzt heute zu weit führen. Aber ich bin da schon noch eher utopisch unterwegs, dass ich sage, das, was wir da gerade bauen, wird eigentlich alles besser machen. Und so war es auch bisher. Es gab immer die großen Bedenken. Aber eigentlich sind unsere Leben und eigentlich ist die Welt immer ein bisschen besser geworden mit der Zeit. So schlecht sind die Menschen nicht. Nichtsdestotrotz darf man die Gefahren nicht ignorieren oder auch nicht, darf man da nicht blauäugig sein, was mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was da alles kommen kann. Aber da dürfen sich Mark Zuckerberg und Elon Musk streiten, was da passieren wird und ob man das reglementieren muss oder nicht. Also gewisse Regeln für künstliche Intelligenz, denke ich, werden schon wichtig sein, weil das ist einfach massiv, was da auf uns zukommt. Und es geht alles so schnell, dass man irgendwann, wenn man nicht mehr das Gehirn eines 20-Jährigen hat, dass einem das irgendwann auch vielleicht viel zu schnell geht. Aber im Moment sehe ich, dass es die Leute eher gaga macht, was gerade passiert. Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, ich sehe auch so in unserer Branche so dann auch den Auftrag, ne, zu helfen. Absolut. Also komplexe technische Systeme schneller zu verstehen, so wie meine Oma ein iPhone oder iPad bedienen kann. Ja? Also dass wir auch so irgendwie so als Unternehmer so einen gesellschaftlichen Auftrag haben und sagen, okay, wir müssen mit dem Thema Marke wieder eine menschliche Nähe herstellen, selbst wenn man vor einem Gerät, vor einer Maschine sitzt. Genau. Und da sehen wir auch unsere Vision, als jetzt mal wieder als Kobi, dass wir Produkte konzipieren, mit denen wir uns einfach jeden Tag gerne umgeben, die uns helfen, mit denen wir gerne auch eine Beziehung aufbauen. Klingt auch erstmal spooky, aber das muss ja keine Liebesbeziehung sein, aber eine gewisse emotionale Beziehung zu diesen Produkten aufbauen, weil sie uns helfen, weil sie unseren Alltag erleichtern, weil sie uns kennen, weil sie uns unterstützen und weil wir uns dementsprechend, weil wir ihren Charakter mögen. Ja? Das ist ja wie in einen Menschen, den man mag. So, das kann auch mit Produkten passieren, dass man ein Produkt gerne mag und einfach gerne mit diesem Produkt interagiert, weil es mein Leben sogar bereichert. Und das ist das, wo wir so hinsteuern wollen, dass wir diese Produkte ganzheitlich denken. Und wie du sagst, da ist so Wahnsinns-Technologie darunter in der Regel und unterschiedliche Systeme, die man zusammenstellen muss. Und das dann in einem Produkt zusammenzufassen, mit dem sich Menschen gerne umgeben, das ist natürlich dann auch etwas, was man gerne macht. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wer findet euch oder wie findet Kobi seine Kunden? Weil ich glaube, die wenigsten geben irgendwie bei Google in den Suchschlitz ein, Marke, Interface Design, vielleicht spezialisierte Abteilungen, ja, wenn es da so ein Officer da gibt im Unternehmen, der dafür zuständig ist. Aber wo waren so eure Touchpoints, eure Quellen, dass die Kunden euch gefunden haben und eure Expertise gesucht haben? Also aktuell ist es tatsächlich immer noch so, wir werten das auch aus, kommt 90% des Neugeschäfts kommt über Empfehlungen. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich im Agenturbusiness. Parallel arbeiten wir aber daran, quasi über eine Meinungsführerschaft zu kommen. Also ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, auch als Speaker. Wir arbeiten gerade an der zweiten oder an einem neuen Fachbuch, was nochmal das erste auf dem ersten aufbaut, weil wir gerade jetzt auch arbeiten mit der Technischen Hochschule in Ingolstadt zusammen an einer Validierung unserer Methode. Das ist dann im Idealfall so, dass du eine App in einen User-Test reingibst und da purzelt dann hinten raus, dass die Nutzer, wenn sie mit dieser App interagieren, unterbewusst die Markenwerte assoziieren. Also das ist natürlich dann, das wäre
der heilige Gral, dann könnten wir tatsächlich unsere Behauptung, die wir aufstellen, pass auf, mit unserer Methode backen wir deine Marke in das digitale Produkt rein. In jeder Interaktion fühlt sich das nach deiner Marke an und wir können es dir sogar beweisen. Ja. Also, und das, das über PR zu kommunizieren, dass wir da ganz weit vorne sind, dass wir da über die Zukunft nachdenken, wie wir in Zukunft mit Produkten interagieren, dass du eigentlich nur noch mit markengetriebenen Produkten heute erfolgreich sein kannst, weil nur so kannst du eine emotionale Bindung zwischen Produkt und Nutzer aufbauen und somit auch sicherstellen, dass dieses Produkt genutzt wird. Ja? Genau, und über diese Kanäle kommen wir hauptsächlich. Ja. Stark. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Wir werden es auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge mit verlinken. Vielleicht kann ich dich im Nachgang nach dem Interview noch überreden, ob wir 3 signierte Ausgaben hier verlosen können. Ja, kriegen wir hin. Weil ich finde es einfach, also gerade was so Thema Markenführung auch im Unternehmen einfach, finde ich super wertvoll und wichtig, dass man sich genau damit auseinandersetzt. Und deswegen passt das ja auch heute gut in den Markenrebell-Podcast. Felix, bevor ich in meine kleine Quick Q&A-Session eintauche mit dir, wo ich dir ganz viele Fragen stelle und du ganz schnell aus dem Bauch raus antwortest, vielleicht noch die eine Frage vorneweg. Gibt es irgend so ein Passion-Project momentan, was du mit deinen Jungs und Mädels vorantreiben möchtest oder schon dabei bist? Ja, sollte das Passion-Project immer wieder ein neues sein, aber am Ende ist es jetzt einfach, ist es nach wie vor Kickbase. Wir haben mal gesagt, wir haben jetzt die Agentur und wir bringen jedes Jahr ein neues Produkt raus, ja, und das funktioniert dann irgendwie. Aber das ist so groß geworden, dass es dann alles, was nicht in Kobi fließt, fließt einfach in Kickbase rein an Kapazitäten. Und es ist auch einfach ein Produkt, was technologisch geil ist, über 1 Million Downloads hat und was super viel Interaktion im Social Media hat, weil wir da auch Jungs und Mädels haben, die das sehr, sehr gut machen. Und es macht einfach Spaß, diese Community wachsen zu sehen und die ganze Liebe, auch den Hass, den man da bekommt. aber wie die Leute das feiern und wie sie das einfach cool finden und wie unser Kickbase-Team auch einfach aus sich heraus diese Marke aufbaut, einfach, die basiert eigentlich nur darauf, wie die Jungs und Mädels sind. Und das ist etwas, was super gut gerade funktioniert. Jetzt würde man das wäre im Nachhinein konstruiert zu sagen, das funktioniert einfach gut im Markt, wie wir das aufgebaut haben. Und das kommt einfach aus den Leuten heraus. Und das ist, wie du es eingangs ja auch gesagt hast, die Leute wollen sich wieder mit jemandem identifizieren, der echt ist. Und die Jungs sind einfach echt. Das ist nicht immer alles gerade, was die machen, aber soll es auch gar nicht sein. Das ist einfach echt und gut, was die machen. Und man sieht ihnen ihre Passion an in dem, was sie da tun. Deswegen ist das eigentlich, ist das gerade unser Projekt, wo, wenn wir nicht für die Agentur was machen, all unsere Liebe reinfließt. Unsere Jungs und Mädels in Kroatien, da machen wir auch mal gerne Pro Bono-Projekte. Jetzt haben wir gerade wie nennt man es auf Deutsch, dem Tierheim dort, haben wir eine App gebastelt Pro Bono, damit man quasi über die App die Hunde und Katzen und alles Mögliche da adoptieren kann oder sich die aussuchen kann. Also da schauen wir auch, dass wir, ich meine, das ist schnell gemacht, ja, und wir können das in-house machen, da versuchen wir auch ein bisschen was zurückzugeben an die Community, die uns ja auch viel gibt. Ja, sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen noch ein Update machen oder eine zweite Folge machen mit dir, auf jeden Fall zum Thema Marke, aber auch zum Thema Kickbase. Gerne, ja. Damit wir da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können, wie ihr das gebaut habt, weil es ist auch super spannend. Also gerade was so eigene Projekte angeht, das ist doch nochmal eine ganz andere Leidenschaft, die dahinter ist. Ne? Ja, würde ich jetzt nicht offiziell sagen. Natürlich sind wir bei unseren Kunden genauso leidenschaftlich, aber natürlich. Ja, klar, da hängt wirklich, da hängt so viel Blut, Schweiß und Tränen drin, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, was wir da, also beide Stränge parallel aufzubauen, wie wir da geschwitzt haben und schon so oft kurz vor Ende waren. Ja, aber das ist ja der klassische Rollercoaster in einem Startup. So muss es ja sein. Felix, mit Blick auf die Uhr, ganz schnell noch die Fragen hinterher. Frage Nummer 1, was ist deine Mission? Einem Satz. Meine Mission, beruflich oder privat?
Auch gern beide. Beruflich, ist, ich auch gut. Beruflich ist meine Mission, eine Umgebung zu bauen, in der meine Mitarbeiter und ich jeden Tag die Möglichkeit haben, etwas Großartiges zu machen. Schön. Und privat? Privat ist es für meine Familie und mich und alle meine Liebsten, meine Zeit so einzuteilen, dass wir viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben. Ja, schön, dass Zeit auch so wichtig ist. Ja. Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Ich versuche mit meinen Schwächen und Stärken offen umzugehen. Deswegen glaube ich, sind alle bekannt. Eigentlich alles bekannt. Alles, was ich ganz gut kann, alles, was ich auch überhaupt nicht kann, ist, glaube ich, bekannt, ehrlich gesagt. Das finde ich auch wichtig, dass man selber erstmal sich überlegt, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht, und das, was man wirklich nicht so gut kann, dass man das abgibt. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Ich glaube, authentisch wäre ganz gut. Endlich mal ein Wort. Viele sagen 2-3 Wörter. Ich hatte auch einige gemacht, aber du hast ja gesagt ein Wort. Ich könnte das auch noch erläutern, aber es ist halt ganz gut, wenn man es auf ein Wort runterbrechen muss. Ja, genau. Ja. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Da gab es einige Momente. Also der erste Moment war, also ich neige zur Faulheit, wenn ich die Gelegenheit habe. Und das hat sich in der Schule gezeigt, das hat sich dann auch in der Uni gezeigt. Natürlich bin ich in einem Studiengang gelandet, in einem Projektstudium, wo es jetzt mal überspitzt gesagt gereicht hat, wenn ich am Semesterende einen schlecht zusammengezimmerten Stuhl hingestellt habe. Dafür habe ich dann meine Note bekommen, die dann auch nicht dramatisch war. Also es kam dann aber der Moment, wo es um Auslandsstudium ging, und dann, weil ich mir da auch nicht besonders viel Mühe gegeben habe, bin ich im Winter in Wisconsin in Milwaukee gelandet. Das ist ganz im Norden der USA, bei den großen Seen. Und da habe ich mich zurückerinnert gefühlt, als es jetzt hier mal knapp minus 20 Grad war mit einem eisigen Ostwind. So war es da permanent. Da war ich dann aber an so einer richtig verschulten Uni und musste da 8 Stunden am Tag in Kursen sitzen, da auch performen, Sachen machen und dann noch Hausaufgaben, und hatte da aber auch die Zeit, was zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich echt hinsetze und was mache, das tut zwar weh und das macht überhaupt keinen Bock und es fällt mir echt schwer, aber am Ende bin ich mit dem, was da rauskommt, bin ich ja ganz schön stolz drauf. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, auch in der Schule schon mal, wenn ich mich hingesetzt habe und mich darum gekümmert habe, dann war ich auch mit den Ergebnissen zufrieden. Aber da dann in Bezug auf die Profession, die ich gewählt hatte, nämlich Design. Und das hatte dann so eine Kette, das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich das gemerkt habe. Dann kam ich zurück an die Uni, habe mir meine eigene Homepage in Flash zusammengebaut, die war ganz witzig, und Projekte viel nebenbei gemacht. Und habe dann ging es dann um Praktika. Und dann habe ich natürlich einfach so ein One-Liner an IDEO, Frog, an die ganzen Großen geschrieben und alle möglichen Kleinen. Und irgendwann hat dann IDEO zurückgeschrieben, hey, das fanden wir ganz gut, was du da gemacht hast. Willst du nicht ein Praktikum in Boston machen? Und das ist dann natürlich Jackpot auch im Lebenslauf. Und dann habe ich das Praktikum gemacht bei IDEO. Dann war ich mit dem Studium fertig, dann habe ich nach einem Job geschaut, hatte ein Vorstellungsgespräch hier in München bei jemandem, wo mein Professor mich empfohlen hat. Die brauchten aber genau jemanden, der ein gutes formales Verständnis hat. Das haben die mir dann auch relativ klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht habe. Mit dem war ich auch einverstanden. Dann habe ich aber geguckt, jetzt bin ich mal in München. Ich hatte doch hier auch zu ein paar anderen noch geschrieben, hier Design Affairs. Da angerufen, habe gesagt, hey, ich bin gerade in der Stadt. Ich hatte mich mal beworben bei euch, wenn es passt irgendwie, dann komme ich schnell vorbei. Haben die mich zurückgerufen, haben gesagt, ja, das passt, zeig mal her, was du so gemacht hast. Ah, du warst bei IDEO, wir bauen jetzt hier so ein Design-Fest-Studio, nannte sich das, so ein, äh, so, ja,
so ein Konstrukt auf, wo jeden Monat zu einem Thema einfach ein Konzept rausgefeuert werden soll. Und das könntest du doch machen. Und so kam ich zu Design Affair. Und somit war eigentlich deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich mal aus seiner Comfortzone rauszubegeben. Ich meine, mit Anfang 20 in die USA gehen, da ein Auslandsstudium ist heutzutage schon fast gang und gäbe, einfach mal rauszugehen. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, mal aus allem, was man kennt. Jetzt ist die USA gar nicht so weit weg, kulturell, in manchen Dingen schon. Aber einfach mal rauszugehen und die Perspektive zu wechseln. Ja. Wie werden wir denn gesehen von außen? Wie werde ich von außen gesehen? Was gibt es da noch so für andere Arten und Weisen zu denken? Also das Rauskommen war für mich ganz wichtig und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen. Ja, schönes Learning. Okay, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können, Felix? Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, also wieder persönlich ist es eine sehr personenbezogene Sache. Wie gesagt, ich fühle mich am besten, bin am glücklichsten, wenn ich meine Routinen habe. Das ist aber sicherlich eine Typfrage. Jetzt auf professionellem Level ist das Wichtigste, was ich finde, um gute Arbeit zu machen, um Leute für etwas zu begeistern, dass man sich nicht verstellen sollte. Also einer unserer Werte oder einer unserer kulturellen Werte ist, sei keine Plastikblume. Also gebe nicht vor, etwas zu sein, was du nicht bist, sondern steh zu deinen Schwächen. Deswegen ist mir diese Authentizität, auch wenn es ein blödes Buzzword ist, ist mir da ganz wichtig. Die Echtheit, auch mit all seinen Fehlern. Und man muss nicht, wenn man in der Position des Bosses ist, muss man keinen Boss spielen. Du kannst trotzdem noch ein ganz normaler Mensch sein und den Leuten sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben, ihnen das sagen, wenn sie was geil gemacht haben, ihnen das genauso sagen und einfach als ein ganz normaler, echter Mensch, der manche Dinge sehr gut kann, manche Dinge gar nicht so gut kann, aber Bock hat, vorne wegzugehen und das Ganze zu formen, da einfach eben nicht als Plastikblume, sondern als echter Mensch vorne wegzugehen. Das finde ich ganz wichtig. Und das habe ich auch in meiner Vergangenheit gelernt, dass einfach man folgt gerne Charakteren und nicht irgendwelchen glattgeleckten oder an TV-Charakteren orientierten Persönlichkeiten. Ja, dass alles noch irgendwie auch Kanten hat, ne? Ja. Wie in der Natur. Wie es jeder Mensch eben auch hat. Das ist ja auch in Ordnung. Und jeder deiner Mitarbeiter hat genauso Kanten und Schwächen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Thema Internetressourcen. Hast du so drei Internetressourcen oder Tools, die ihr vielleicht intern einsetzt, um eure Projekte zu managen oder kreativ zu sein oder auch Mobile Apps, die ihr einsetzt? Ja, also mein ausgelagertes Gehirn, ich war begeisterter Wunderlist-User. Dann haben sie es verkauft, dann war es nicht mehr, war jetzt nicht schlechter, aber man hat es schon gemerkt. Aber dann zu einer ähnlichen Zeit ist Meistertask aufgekommen. Sehr schönes Tool. Also ich kann nicht mehr ohne. Es ist eine To-Do-List gemischt mit einem Kanban-Board und ich nutze das so, dass ich eine Heute-Leiste habe, eine Diese-Woche-Leiste und eine Diesen-Monat-Leiste und einen Backlog. Und ich schiebe mir dann immer meine Tasks, weil eigentlich soll man ja nicht mehr als drei große Tasks am Tag haben. Organisiere mir meine Tasks chronologisch und schiebe mir dann die entweder in den Tag rein oder in Feedback-Loop-Board oder wie auch immer. Also Meistertask ist für mich das Tool, mit dem ich mein ganzes Leben und meine ganze Arbeit tatsächlich organisiere. Dann Evernote natürlich als externe Festplatte meines Gehirns, um schnell Sachen aufzuschreiben, zu organisieren, alle guten Artikel, alle guten Talks, die ich gesehen habe, da abzulegen, also als Bibliothek und schnelle Notes, dafür ist es einfach super gut geeignet. Ja. Und als drittes Talks auf TED.com. Also ich meine, die suchen schon die weltweit besten Speaker mit den besten Geschichten raus und da findest du eigentlich zu jeder Lebenslage, sei es privat oder geschäftlich, findest du einen inspirierenden Vortrag.
Da sind echt immer super Sachen dabei. Schön. Verlinken wir in den Shownotes natürlich auch. Gibt es noch dieses eine Buch, was für dich einen besonders großen Mehrwert hat in deinem Leben? Ja, das habe ich erst vor kurzem, wie gesagt, gelesen, das ist der Search Inside Yourself, weil es, der heißt Jade Meng Tan oder sowas. Auf jeden Fall, wenn man das googelt, und der war Google-Entwickler, einer der ersten Google-Entwickler. Und der, also wenn man das wenn man es probiert, Meditation und so weiter, Achtsamkeit, dann merkt man relativ schnell den Impact, den das hat. Und der beschreibt eben auch nochmal einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den positiven Auswirkungen dieser Praktiken zugrunde liegen, und was auch das für dein Mindset bedeutet, für dein Leben bedeutet, und dass es dich einfach viel zufriedener macht. Und deswegen hat es schon einen großen Impact gehabt. Dann kann man noch ergänzen dazu, wenn man das lieber als Roman mag, gibt es noch den Pfad des friedvollen Kriegers. Das ist ein schöner Roman, der auch beschreibt, da geht es um einen Turner und seinen Mentor, der so ein komischer Typ an der Tankstelle ist, der da immer, und der scheinbar Zauberkräfte hat. Aber am Ende geht es da auch um Achtsamkeit und um seine Emotionen zu verstehen. Und das in eine schöne Geschichte gekleidet, das ist eigentlich ein super schönes Buch. Ja, super cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen können wir hier einladen? Von wem können wir noch was lernen? Das ist vorhin schon gesagt. Kickbase ist auch eine super interessante Story. Dann meinen Kollegen Anatol, der kümmert sich um Kickbase. Mhm. Der wäre sicherlich auch ein spannender Interviewgast. Dann den Bernhard Karlhammer. Der hat selbst einen Podcast, We Hustle Radio. Der hat Kinoheld gegründet und verkauft und ist jetzt kümmert sich ganz viel um Marketing-Themen, Performance-Marketing, Social-Media-Marketing. Wie kriege ich meine Geschichte erzählt? Der hilft uns auch bei Kobi ganz viel und ist ein super interessanter Typ. Ist jetzt gerade, der lebt den Traum der digitalen Bohème. Ist jetzt gerade 4 Wochen mit seiner Family, arbeitet er von Kapstadt aus und surft da jeden Tag. Ah, ja. Der hat auch sein Morgenritual ganz ähnlich, von dem habe ich da auch viel lernen können. Und der ist auch sicherlich ein guter Interviewpartner. Und als drittes, also wenn du drankommst, Tony Robbins ist eine Riesennummer in den USA, ist auch sehr, sehr amerikanisch, aber ist so ein Motivationscoach und hält da Riesenseminare ab mit 4000 Leuten, ist alles super teuer. Hat aber auch ein paar ganz gute Bücher geschrieben zum Thema, wie motiviere ich mich, Mindset, Framing und so weiter. Wenn du an den rankommst, dann würde ich gerne dazukommen. Aber das. Ich frage ihn einfach. Ich bin im April in London. Frag ihn einfach. Sehr cool. Felix, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist. Oh, okay. Die schwierigste Frage. Das ist ja immer, ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Aber dann würde ich nochmal den Loop schließen mit Search Inside Yourself. Ich glaube, was wichtig ist für ein glückliches, erfülltes Leben, ist, dass man erstmal in sich selbst reinschaut, erstmal versucht zu verstehen, wer bin ich überhaupt, wo kommen diese Emotionen her, was treibt mich an, was sind meine Werte, was möchte ich eigentlich erreichen, will ich wirklich jeden Tag nur die ganze Zeit Fernsehen? Weil nur wenn du dich selbst verstehst, mit dir im Reinen bist, kannst du glücklich und erfüllt sein, auch Gutes tun, anderen auch wieder was geben, was wiederum dir wieder etwas zurückgibt. Und ich kann nur empfehlen, zu versuchen, sich aus diesem Information Overload auszuklinken, aus diesem permanenten Energy-Suckern, aus den ganzen Kanälen, die permanent deine Aufmerksamkeit wollen, die genau wissen, wie sie deine Aufmerksamkeit bekommen und behalten, mit Methoden, die gar nicht so cool sind bei vielen Social-Media-Kanälen. Und wirklich versuchen, wieder im Moment zu sein. Es klingt immer so ein bisschen esoterisch und cheesy, aber da ist viel Wahres dran.
Weil ich habe es am Anfang schon gesagt, was vergangen ist, ist einfach, ist gerade nicht, und was in Zukunft kommt, ist auch gerade nicht. Es gibt nur diesen Moment jetzt. Und nur dieser Moment generiert nachher eine Erinnerung. Und ich glaube, das ist das, was uns am Ende bleibt. Da helfen auch 5 Ferraris nicht. Das, was am Ende bleibt, sind die Erinnerungen an die schönen Momente, die du in deinem Leben hattest. Und die hast du in der Regel mit anderen Menschen zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach den Moment auch versucht zu leben. Das ist aber gar nicht so schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, das ist mein Tipp. Und den lassen wir genauso stehen. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, auch sehr gerne. Wir werden auf jeden Fall noch ein Update machen. Sehr gerne. Würde mich freuen. Ja, bis bald. Ich danke dir. Danke. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.